Abend, meine Damen und Herren. Wir unterbrechen das laufende Programm für eine aktuelle Kamera-Kurzmeldung. Berlin. Die Kulturstaatsministerin und Mitglied des ZKs, Claudia Roth, präsentierte unter frenetischer Begeisterung der Filmschaffenden unserer kleinen Republik die neuen Richtlinien für die Werktätigen in unseren sozialistischen Filmkombinaten. So wurde festgelegt, dass der Altpapieranteil beim Toilettenpapier am Set mindestens 90% betragen muss. Des Weiteren ist der Einsatz von Einwegbatterien am Set und in Produktionsbüros strengstens verboten. Dies sind nur zwei Beispiele aus dem umfangreichen Regelwerk, das der Qualitätssicherung unserer sozialistischen Filmwirtschaft dienen soll. So werden in Zukunft sogenannte Green Consultants in einer freiwilligen Selbstkontrolle die Produktion auf Verstöße überprüfen. Natürlich wird auch genau darauf geachtet, dass es beim Dreh divers, geschlechtergerecht und inklusiv zugeht. Entsprechendes findet sich in den Vorgaben zur sozialen Nachhaltigkeit für Filmschaffende in unserer sozialistischen Demokratie. Bei Verstoß gegen jegliche Regelung der neuen Richtlinien droht der sofortige Entzug der Fördermittel und die soziale Ächtung in unserer kleinen Republik. Denn unsere Kulturschaffenden befinden sich im vordersten Schützengraben im Kampf gegen die rechte Unterwanderung unserer Kultur und gegen die freie Entfaltung unserer neuen sozialistischen Lebensweise. Guten Abend.